Mitten in Deutschland liegt dieser riesige Urwald, einer der letzten seiner Art. Hereinspazieren. Hinüberführt ein Baumkronenpfad, der spektakulärer nicht sein könnte. Hier könnt ihr abschalten und den Alltagsstress vergessen. Da geht's jetzt rauf. Wir nehmen euch mit in ein Stück unberührte Natur vor den Toren der Stadt Bad Langensalza in Thüringen. Hi, ich bin hier gerade in Bad Langensalza und stehe hier schon mittendrin in der historischen Altstadt, hier umgeben von diesen süßen Fachwerkhäuschen und vor der mächtigen Kirche da im Hintergrund. Und von hier ist es auch nicht weit zu einem der letzten Urwälder in Deutschland, den wollen wir heute erkunden. Aber zuallererst schauen wir uns hier ein bisschen um. Es ist spannend, wie das alles so krumm und schief ist. Das Rathaus ist auch mega herrschaftlich und vor allem schaut mal, wie viele Glocken da einfach an der Fassade hängen. Hier kommt man überall fußläufig super hin. Es gibt auch ganz viele Cafés und Restaurants so am Straßenrand. Und Bad Langensalza existiert ja schon seit über 1000 Jahren, war früher eine sehr, sehr wohlhabende Stadt. Und dann hat man im Laufe der Zeit auch noch Heilquellen gefunden. Dadurch wurde das hier zum Kurort. Und hinter der Kamera ist auch Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Worauf freust du dich denn heute am meisten? Ja, auf den Baumkronenpfad natürlich und auf die Therme später. Ich glaube, das wird beides super. Wir haben hier auch eine super coole Ferienwohnung, die liegt mitten in der Altstadt. Hereinspaziert. Hier stehen wir schon dann direkt im Esszimmer und das ist alles so schön hell und groß. Ich gebe euch einfach mal eine kleine Tour hier durch. Folgt mir. Erstens kommen wir in die Küche. Die ist so richtig schön in schwarz-weiß gehalten. Und dort ist noch das Badezimmer. Und dann eine kleine Tour durch die Schlafgemächer. Einmal hier durch Felix' Zimmer. Und dann haben wir hier so ein verbindendes Wohnzimmer. Das ist auch so richtig gemütlich, finde ich einfach. Und da hinten, da schlafe ich. Schön hier. Und jetzt geht's raus. Wir wollen ja auch noch die Natur erkunden. Bevor es jetzt gleich auf den Baumkronenpfad geht, haben wir hier noch einen kleinen Abstecher in den Rosengarten gemacht. Hier gibt es nämlich 450 verschiedene Rosenarten. Und direkt daneben liegt auch der japanische Garten. Schön das aussieht. Das sieht aus, als steht dieses Haus da mitten im Wasser. Da geht so eine hölzerne Terrasse drumherum. Da hinten tummeln sich so ein paar Kois. Man fühlt sich wirklich so wie in Japan. Und ab geht's ins japanische Gewächshaus. Mit so Bambuspflanzen und so riesigen Bananenstauden. Und jetzt geht es raus in den Urwald. Hier gibt es schon so eine Karte, da können wir uns schon mal gut einen Überblick verschaffen. Und man sieht auch, wie groß der ganze Nationalpark Hainich ist. Das ist nämlich das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet in Deutschland. Und wir sind jetzt hier und erkunden jetzt den Baumkronenpfad. Hereinspazieren. Jetzt kommen wir wohl wirklich ins Herz des Waldes. Beeindruckend. Das ist hier echt noch so Urwald pur. Überall liegen Bäume so quer. Man sieht diese kleinen Bäumchen, die hier alles so grün machen auf dem Waldboden. Und wenn man den Blick so Richtung Himmel hebt, kommt man manchmal gar nicht durch, weil das einfach so durch diese Laubkronen verdeckt wird. Das ist so gigantisch, fühlt man sich mini klein. Das ist die alte Eiche, die ist schon 350 Jahre alt und ihr seht, dass der Stamm ist einfach riesig. Der hat einen Umfang von fast 6 Metern. Hier geht es jetzt sogar so über das Wasser hinweg, fast wie so ein Moor, das hier jetzt plötzlich entsteht. Das schaut schon cool aus. Da geht's jetzt rauf. Neue Socken, Marlene? Don't follow me, I'm lost too. Habe ich zum Geburtstag bekommen. Könnt aber trotzdem auf Abonnieren drücken. Es
sind jetzt schon fast auf einer Höhe mit den Baumkronen und kommen auch immer, immer höher. Insgesamt ist der Baumkronenpfad 540 Meter lang und es geht 44 Meter in die Höhe. Und von oben, da sollen wir dann über allem stehen und einen richtig tollen Rundumblick über den gesamten Nationalpark Hainich haben. Und dann sieht man wahrscheinlich auch erst, wie groß der tatsächlich ist. Wir kommen locker oben drüber. Und es wird gerade auch ein bisschen heller. Vielleicht bahnt sich da auch noch die Sonne durch. Höchster Punkt. Es ist echt gigantisch, wie weit sich der Nationalpark Hainich erstreckt. Das ist übrigens der einzige Nationalpark in Thüringen. Und das Ziel war es, die Buchenwälder hier zu schützen. Es gibt hier aber 10.000 verschiedene Arten, darunter auch seltene Tiere wie den Buntspecht, eine besondere Fledermaus oder auch Wildkatzen. Und von hier oben, auf 44 Meter Höhe, haben wir auch einen sensationellen Rundumblick. Wir blicken zum Beispiel in Richtung Thüringer Wald mit dem großen Inselsberg. In diese Richtung geht es Richtung Harz mit dem Brocken. Und dort, da kommen wir her, da liegt Bad Langensalza. Ich sehe sogar den Kirchturm. Der Baumkronenpfad ist mittlerweile geschlossen. Wir bleiben heute aber noch ein bisschen länger. Wir haben hier nämlich Christiane getroffen. Hallo Christiane. Hallo Marlene. Und ich habe gehört, du nimmst uns heute mit auf eine Yoga-Reise. Genau, ich mache mit euch Kundalini-Yoga und danach kannst du im Gong ein bisschen baden. Was gefällt dir denn an diesem Ort hier so besonders? Das ist hier so besonders, weil hier die Natur so natürlich ist und man tatsächlich in den Baumkronen sitzt. Das ist hier das Schöne. Und diese Stille hier. Ja, das hört man auch, dass man nichts hört. Genau. Dann starten wir direkt mal. Dann komm ganz bei dir an deinem Platz, in dir. Das ist die Windmühle. Jetzt folgt das Gongbad und das wird der entspannte Teil des Tages. Hast du schon gemütlich gemacht? Ja, ich habe sogar ein Kissen mitgebracht bekommen. Auf jeden Fall eine gute Erfahrung hier und ich glaube, die Kulisse hätte schöner nicht sein können. Dankeschön. Danke, Helene. Wir haben noch einen Einkettipp für euch und dazu sind wir jetzt hier an die Unstrut gegangen. Da hinten seht ihr schon die Lohmühle mit dem Fachwerkhaus und dem riesigen Mühlrad da davor. Und gleich nebenan befindet sich die Unstruthütte und die liegt auch direkt am Wasser. Lieferservice! Sehr schön, was gibt's? Bratwurst. Wie bestellt. Und wie ist die Bratwurst? In Thüringen ist sie immer am besten, finde ich. Hier kann man sich so ein Tretboot ausleihen, das ist kostenlos und ihr seht, das ist auch selbst gebaut. Deswegen soll man auch hier diese Paddel mitnehmen, falls man irgendwo stecken bleibt. Jetzt wird's tricky. Ich bin startklar. Auf geht's. Ich habe das Paddelgriff bereit, damit ich mal so ein bisschen mitsteuern kann. Wenn man in Bad Langensalza ist, darf natürlich auch ein Besuch in der Therme nicht fehlen. Und genau dahin geht es zum Abschluss unserer Reise. Wir sind in der Friederikentherme und hier schon im Becken drin. Das sind so warme Sohlebecken. Man schmeckt das auch. Ich weiß, man soll Schwimmbadwasser nicht trinken, aber wenn man mal so probiert, ist es so ein bisschen salzig. Und hier soll man so 10, 15 Minuten reingehen, da richtig schön entspannen und dann eine Pause machen, auch so 15 Minuten. Und diesen Vorgang immer wiederholen. Und dann soll das dem Körper richtig, richtig gut tun. Das
das war auf jeden Fall ein schöner Abschluss vom Tag. Ich fühle mich jetzt auch wieder so richtig abgeholt. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt mir das doch gerne durch einen Daumen nach oben und denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr noch ein cooles Ausflugsziel hier ganz in der Nähe kennenlernen möchtet, dann schaut gerne mal hier vorbei. Da haben wir euch den Lauchergrund mal vorgestellt. Viel Spaß beim Weiterschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!